Sind die besten Hosen. Ja. Allerbesten. Was du vielleicht nicht weißt, aber wir schon, wir feiern heute ein Jubiläum, wir miteinander. Heute auf den Tag, genau vor 7 Jahren, haben wir das erste Mal Falco gedreht. Das war Dead Scene am Flakturm und im O4, damals an der Kamera, der Gustl genauso, Grischi genauso, der Peter. Für mich war es der erste Dreh überhaupt. Da Er war weine ich ja sich, da gleich, meinst du, da gell? weine ich Genau ja das gleich. wollte ich dich fragen. Wirst du melancholisch oder sentimental, wenn du so an deine Anfangszeit denkst? Das ist nicht Nein, ich speziell hätte mir an eigentlich gedacht, dass das schon länger her ist. den Ja, ich weiß nicht. Irgendwie gab es halt X-Large noch nicht. Es gab Na? halt okay Ja? in den Anfängen und es war halt ein bisschen mühsamer noch. Es hat sich also eigentlich so vom elektronischen Geschäft her meines Erachtens schon entwickelt. Ne? Und wenn ich an die ersten Drehs denke, dann denke ich irgendwie wehmütig ein bisschen daran zurück, höchstens wie naiv ich damals noch war und wie abgefuckt, dass ich jetzt bin. Und wenn du jetzt an deine Anfangszeit als Musiker zurückdenkst, Ja. wirst du da so ein bisschen auch traurig? Naja, schau, ich hab Ende der 70er Jahre die Entscheidung gehabt, entweder in Wien zu bleiben und meiner Kunst nachzugehen. Oder den wirklich sauren Apfel für uns, damals ideologisch auf jeden Fall, den sauren Apfel zur Hand zu nehmen, einzubeißen und auf Kommerz zu fahren. Und ich habe mir gedacht, also wenn ich hier in Wien bleibe, in dieser Szene, damals, Ende der 70er Jahre, die also standfest vertreten wollte, dass Patchouli besser riecht als Cartier und Karl Lagerfeld und das auch heute noch tut, dann wäre ich höchstwahrscheinlich tief versandelt, das glaube ich. Mit allen Optionen, die man zum Sandeln dazu braucht. Ich glaube nicht, dass ich eine Möglichkeit ohne den Kommerz gefunden hätte, aus mir irgendwie hervorzutreten, um eine auch irgendwie interessante Person darzustellen. Glaub Ja, mir. das O4, das war so auch der Beginn deiner Karriere, das war der Ausgangspunkt oder überhaupt der Ausgangspunkt auch für eine beginnende Wiener Szene. Damals so ein bisschen Underground-Feeling dabei gewesen. Du hast bei Tradivabal, bei der Hallucination Company gespielt. Hat dich dieses Underground-Feeling sehr geprägt oder fehlt es dir heute? Zum U4 sei gesagt, als wir zum ersten Mal da runtergekommen sind, waren wir schon ein bisschen was. Also das war nicht so, dass das die Keimzelle der Entstehung war. Es waren vor allem vorher 2,5 Jahre Hallucination Company, Hansi Lang, Adam Wickel, Michi Jürs. Und die waren höchstwahrscheinlich schon sehr wichtig, weil damals ist ja schmähmäßig in Wien überhaupt nichts gelaufen. Ne? Da gab es also nur die Karriere des ORF-Musikers, sprich Big Band oder sonst was, oder der Weg nach außen. Ich war kurz vorher in Berlin. Es war Jazzrock sehr angesagt. Ich habe also auch Jazzrock gespielt oder zumindest das probiert. Ne? Und insofern war diese Szenerie für mich so wichtig, wie es halt für jemanden ist, der nicht genau weiß, wo er hin will, aber ziemlich genau schon weiß, was er nicht will. Bist du so eines der wenigen Relikte dieser Zeit? Bist du eines der wenigen Relikte aus dieser Zeit? Schwitz. Naja, Relikte, ich weiß es nicht. Ich bin halt einer der wenigen, die irgendwie, ich weiß nicht, ob gut oder nicht gut oder was weiß ich, die irgendwie überblieben sind. Ne? Leider. Was ist mit dem Rest? Naja, der Rest hat das gemacht, was ich detto wahrscheinlich genauso gemacht hat, wenn ich in Wien blieb. Nur bitte. Ich bin dem Totengräber nicht erst einmal von der Schaufel gekupft, nur das Gift habe ich ausgelassen. Weil ich habe genau gewusst, dass das ist was, was die also so schnell nicht mehr hergibt, wo es also schon andere erwischt hat. Und es ist leider Gottes eben in der Geschichte eine unendlich lange Liste von sehr prominenten, wesentlich prominenteren, größeren Künstlern gibt, denen es damit genauso gegangen ist. Und ich habe genau gewusst, pass auf, ich kann mir nicht vorwerfen, dass sie irgendwas auslassen hätte. Ja? Aber das habe ich auslassen. Und mein Gott, vielleicht war auch wirklich diese Entscheidung, die ich jetzt so unpopulär
darstellen möchte, die Entscheidung zu sagen, okay, ich brauche ein gewisses positives Weltbild, um da nur irgendwie durchzukommen. Und mir ist irgendwie Saalbach beim Arsch lieber, als mein Leben lang im U4 zu spielen, weil da weiß ich genau, wo es hingeht. Und ich habe bei Saalbach zumindest die Möglichkeit, dass ich noch ein paar Mann wie im schlimmsten Fall. Ne? Und da bin ich ja dann auch über 7 Jahre Uhr. Ne? Ja. Und halt auf der anderen Seite der Bar. Und ich bereue es nicht. Es war aber eine wirklich harte Zeit, weil wir haben uns versteckt am Weg nach Tirol oder in die Schweiz oder so. Mhm. Wir sind also größte Umwege gefahren und nichts war peinlicher, als wenn ein Kollege aus der Wiener Musikerschaft einmal dort aufgekreuzt ist und so unten gesessen ist. Nur, das war dann schon wieder so arg, dass wir uns eigentlich gesagt haben, pass auf, ihr seid doch Wichser, was ist denn los da überhaupt? Ja? Wir verdienen einen 30er da im Monat und den benutzen wir dazu, möglicherweise dazu, um etwas zu tun, was uns weiterbringt. Und bei mir ist es, hat es sich irgendwie so gefügt, dass ich in der Lage war, diese zwei Dinge auf einen Punkt zu bringen. Und das war es dann halt. Und das ging selbst ins Hauptabendprogramm. Wie ist denn dein Verhältnis jetzt zu dieser Wiener Musikkollegenschaft? Also zur Wiener Musikkollegenschaft bestens, weil meine Kollegen spielen alle mit mir in der Band. Und es ist halt ein Unterschied, sagen wir mal, der Instrumentalkünstler, von denen es in Wien eine herausragende Zahl gibt. Da kann man gar nichts sagen, genauso viel und genauso wenig wie in jeder anderen Stadt der Welt. Ich würde sagen, mehr fast. Mhm. Es ist halt zwischen Hansi Lang, Hansi Dulmitsch, mir ein Unterschied als ein Gitarristen oder ein Bassisten oder ein ausgezeichneten Arrangeur oder Produzenten oder Keyboarder oder wie immer. Ich meine, mit denen bin ich ausgezeichnet. Ich kenne das Wort Neid überhaupt nicht. Mhm. Ich gebe mir mit diesen Dingen überhaupt nicht mehr ab, weil das würde du nur... Du stehst doch auf der anderen Seite. Das würde dann nur bekennen, dass ich es irgendwie zur Kenntnis nehme und ich nehme es nicht zur Kenntnis, das gibt's nicht. Weil wir sind nicht auf der Nudelsuppe dahergeschwommen, alle miteinander, wir sind über 30 Jahre und da muss man irgendwann einmal anfangen zu sagen, ja bitte, wir wissen, wovon wir reden und wir wissen es ja. Ne? So unter dem Schmännischer, dann war er da wieder arg, das spüren sie nicht mehr. Ja. Bei uns gibt es Probezeiten und dann wird gespült und dann wird kassiert und dann... So ist es. Bist du etwa gar erwachsen geworden? Oh, Schwitz. Na, du hast so lange mit meiner Frau geredet, hast sie gefragt. Da weiß ich ja alles. Also ich glaube, sie hätte sicher gesagt, nein, er wird ein ewiges Kind bleiben. Und du? Ja, hoffentlich. Ja. Wirklich. Also ich habe zur Evolutionstheorie meine ganz eigene Ansicht. Ich glaube, dass man so lang versucht, erwachsen zu werden, bis man sieht, wie geschissen das dann eigentlich geht, wenn man es ist. Und ab dem Zeitpunkt entwickelt man sich wieder zurück in das Alter seiner Kinder, die man dann hat meistens. So ist es scheinbar. Und ich meine, erwachsen im Sinn von vernünftig. Du redest so viel Vernünftiges. Na, was heißt vernünftig? Ich meine, 1 und 1 ist 2. Ja. Und wir können uns so lang, wie es irgendwie geht, einbüten, dass das 2,5 ist. Ja. Oder 3 oder sonst was, irgendwann werden wir draufkommen, dass es nicht so ist. Ja. Und ich bin draufgekommen. Hast du addieren gelernt in den Jahren? Ja. Auch. Addieren. Agriegel und Agriegel sind 2 Agriegel. In Schilling. Ja, da läuft es nicht. Ich habe genügend Geschäft gemacht bei euch im U4. Nur meine U4-Zeit war vorbei, wie ich einmal zum weiblichen DJ gesagt habe: Geschatzl, könntest du mir nicht spielen, was weiß ich. Und die schaut mir an und sagt: Alter, ich bin nicht der Schatzl. Haben wir gedacht, okay, andere Baustelle gehen wir. Das war's. Ja. Im U4 hast du Bühnenerfahrung gesammelt. Wie schaut es mit deiner weiteren Bühnenerfahrung aus? Was sind da so deine Ziele? Gibt es eine Traumbühne, auf der du einmal stehen willst? Die gibt es ganz sicher nicht. Ich meine, ich habe am Anfang von Falco gesagt, ich kann mir das Live-Spielen nicht leisten und das hat damals auch gestimmt. Weil mit einem Album oder mit 2 Alben auf Tour zu gehen, mit so einer großen Mannschaft, die du brauchst, um das, was auf der Platte ist, zu übersetzen live, ist nicht eingegangen. Es ist das erste Mal nach Amadeus eingegangen und ich habe 3 Tourneen bis jetzt gespielt und 3-mal draufgezahlt. Ja? Ich habe das aber eigentlich betrachtet als ein gutes Investment in die Zukunft und spiele daher dieses Jahr eine Tournee, bei der ich sicher was verdienen will. Mhm. Ich gehe von dem Standpunkt aus, dass die Leute kommen, um mich zu sehen und um eine Hightech-Produktion zu hören.
Und für das ist kein Firlefanz notwendig. Wir können mit den internationalen Produktionen sowieso nicht mithalten. Da brauchen wir uns gar nicht aufhalten damit. Ich war ja bisher für meinen Stab eigentlich mehr oder weniger aufgrund meiner unendlichen Gutmütigkeit ein Selbstbedienungsladen, weil jeder reingegangen ist und gesagt hat, pass auf, das braucht man noch, Alter. Und das war auch nicht schlecht. Es kommt um kein Mensch mehr oder weniger, ob da jetzt AKW, Ton oder Licht mehr steht. Ich beschränke mich auf das Notwendigste. Wir haben eine schöne Bühne, wir haben ein bisschen eine neue Mannschaft, wir haben einen neuen Drummer, wir haben einen neuen Gitarristen, wir haben zwei neue Madeln. Ansonsten ist es Falco, so wie er auf der Platte zu hören ist, halt auch angesichtigt. Mhm. Ne? Und einer, der halt auch beweist, dass er schwitzen kann. Mhm. Wenn man einer gesagt hat, Alter, du, man, mir fällt auf bei deinem Live-Konzept, du schwitzt gar nicht. Naja, Transpirat. Gute Kondition. Ja. Du hast gerade auch ein bisschen vom Geld gesprochen. Du warst zu deiner U4-Zeit in deinem Beginn ein junger, hungriger Musiker, ganz klar, wie jeder am Anfang. Jetzt bist du ein millionenschwerer Musiker. Ein Konzern. Ein Konzern. Bist du ein Konzern? Ein Konzern, nein, das ist ein neues Wort, also, das haben wir kreiert. Der Nagy war bei den Dreharbeiten zum Video, sag ich, und was wollen wir denn ungefähr so reden? Ja. Und er sagt, naja, dein Weg vom U4-Musiker zum Konzern, und ich verstehe Konzerni, ist ein herrliches Wort. Da werden sich die Promis freuen, wenn wir ein neues Wort haben. Also der Falco ist ein Konzerni? Nein, gar nicht. Nein. Ich bin Einnahmen-Ausgaben-Versteuerer. Mhm. Die Bilanz habe ich mir da gespart bis jetzt. Ist also Geld für dich, für deine Arbeit ein gewichtiges Argument? Lass mich so sagen, wenn wir jetzt einmal den volkswirtschaftlichen Aspekt unseres Daseins sehen, dann arbeiten wir alle miteinander, um Geld zu verdienen. Nicht um jeden Preis und auch nicht mit jedem Mittel. Ja? Da muss ja jeder für sich seine ganz speziellen eigenen Maßstäbe anlegen, und die habe ich an mir auch gelegt. Ja. Ich habe es mir lange Zeit gerne leicht gemacht, aus dem Grund, weil es ganz einfach ein flockig Wort ist, zu sagen, wissen Sie, lieber Herr Journalist, da zahlen Sie mir, was wollen, aber ich arbeite eigentlich darauf hin, unendlich reich zu werden. Bitte, das könnte ich heute auch noch sagen, es stimmt natürlich nur zum Teil, ja, weil die Marie ist da, es kann mir keiner erzählen, der nicht einmal Blut geleckt hat, dass er also weiterhin gerne gut leben möchte, weil um das geht es eigentlich. Aber irgendwann verliert sie einen Reiz. Naja, schau, ob ich unbedingt meinen Kindern ein Millionenvermögen hinterlassen möchte, da bin ich mir nicht sicher. Ja. Ich möchte nur meiner Familie, meinem Kind alles bieten, was es sich vorstellen kann. Ausbildung, alles, soll ein Stück Natur auch haben. Aber ich mein Gott, mit der Marie, was soll man denn machen damit? Mitnehmen können wir uns nicht. Aber im Prinzip ist es so, dass ich eigentlich nicht mehr ohne die Marie leben möchte. Mhm. Ja. Bist du so auch ein Stück Typ Geschäftsmann, so dass du da, was weiß ich, Geld anlegst oder schaust, was du am günstigsten damit machst? Ich glaube gar einfach nicht. Schön leben? Ich glaube überhaupt nicht, ich tue nur so. Und? Glaubt man dir's? Ja, glaubst du mir's? Nein. Naja. Nein, ich meine, es ist schon ein Unterschied, ob man das von der Seite oder von der Seite sieht. Ich meine, ich habe mit dem Kommissar nie gedacht, über die Grenzen von Österreich überhaupt hinauszukommen. Nur soll ich Nein sagen, wenn ich es tue. Ich meine, wer von uns bitte, wer war denn so deppert, so aufs Hirn gefallen, dass er sagt, na bitte nein, wir haben einen Welthit, aber lass es uns klein kochen, weil das kommt mit meiner kreativen Entwicklung nicht mit. Ja. Was ja gestimmt hat eigentlich. Der kommerzielle Erfolg bei mir hat nie in den ersten 3-4 Jahren nicht einmal im geringsten Schritt gehalten mit meiner kreativen Entwicklung. Das heißt, ich bin überfahren worden eigentlich. Nur im Fallen wachsen dann meistens die Flügel. Hm. Es gibt ja so Gedankenspielereien, die man sich vielleicht manchmal macht. Und du hast dir ja um deine Person, wie ich heute sehe, sehr viele Gedankenspielereien gemacht. Was wäre, wenn der Kommissar nicht gewesen wäre? Kannst du das ein Bild deiner eigenen Person kreieren, wenn dieser Meilenstein in deiner musikalischen Karriere nicht gewesen wäre? Wo wärst du heute? Ich glaube, ich wäre sicher Musiker. Bin ich mir ganz sicher. Und ich lasse mich auch zunehmend mit der Bassgitarre fotografieren, um vielleicht ein bisschen versteckt darauf hinzuweisen, dass ich mich immer noch mehr als Musiker fühle, als Konzerni oder als Medienjongleur oder was weiß ich was. Ich glaube, ich war sicher Musiker. Kein besonders guter, aber sicher ein Goscherter. Mhm. Du hast vorher gesagt, damals gab es den Weg, entweder die ORF Big Band oder halt
den kommerziellen Weg in irgendeiner Form. Wäre es vielleicht ORF Big Band gewesen für Falco? Möglicherweise. Ja? Möglicherweise. Da würde ich heute dich interviewen wahrscheinlich. Wärst du Journalist gern geworden? Ja, das ist, ich meine, was du zum journalistischen Beruf etwas aus meiner Sicht zu sagen, ist sehr, sehr schwer, weil wir wissen alle, dass wir eigentlich voneinander leben und miteinander leben. Aber ich habe also schon hin und wieder gehört, dass es also durchaus für Leute, für mich nicht, für Leute vorstellbar wäre, dass ich für sie arbeite, um zu schreiben oder um irgendwo in einem elektronischen Geschäft, Privatfernsehen, Privatradio, irgendwas zu machen. Könnte man durchaus vorstellen. Ich glaube, dass sich da die Möglichkeiten in den letzten 10 Jahren schon sehr entwickelt haben und das Ende noch gar nicht abschätzbar ist. Mhm. Also da ist für Leute, die ein bisschen von der Diktion her was drauf haben und so sicherlich ein Auftrag. Wie sind das mit den Medien heute für dich? Ich meine, früher zu dieser U4-Zeit, zu den Beginnern, kann ich mir vorstellen, warst du froh, wenn jemand über dich berichtet hat, wenn Falco in den Medien wahrgenommen wurde. Heute kannst du das aussuchen, mit wem du redest, wem du Interviews gibst, wem nicht. Wie ist da dein Verhältnis zu den Medien? Ist das so eine Art Genugtuung, dass du das heute aussuchen kannst? Erstens einmal glaube ich nicht, dass es überhaupt jemanden gibt im Unterhaltungsgeschäft, der sich das aussuchen kann. Das stimmt nicht ganz. Ja. Ich mache halt da nur einen bestimmten Unterschied zwischen Österreich und Deutschland. Ich lebe in Österreich und ich habe also mich mit den Leuten hier, sprich auch mit den Medienpartnern, zu arrangieren. Ja. Ich verkaufe in Deutschland, ja, und so weit habe ich auf den deutschen Markt einzugehen. Wobei man vielleicht durchaus zugute kommt, wenn man das so sagen will, dass die Leute unserer Generation, also sagen wir jetzt einmal die 25- bis 40-Jährigen, ja an immer mehr Schaltstellen überhaupt in Europa, vor allem im deutschsprachigen Raum, zu finden sind. Und für mich macht das irgendwie einen Sinn und für mich hat das irgendwas zu sagen, dass halt da die Wiener eigentlich hoch im Kurs sind. Ich versuche halt meistens wegzugehen von der alten Taktik der Präpotenz, weil ich kann nicht mich über Leute, über einen Markt oder über überhaupt sonst was lustig machen, nur aus dem Grund, weil ich keinen Schmäh habe für die Leute. Ja. Weil von den Leuten kann ich nicht erwarten, dass sie mir verstehen. Ich muss also schon daherkommen und muss auf irgendeine Art und Weise versuchen, sie zu treffen. Ne? Und ich habe also die Erfahrung gemacht, und das geht von der Straßenbahn über öffentliche Freibäder hin zum Donauturm, wenn man sie benimmt wie ein Mensch, und das hat gleichzeitig auch Relevanz für die Arbeit mit den Medienpartnern, wenn man sie benimmt wie ein Mensch, dann wird man meistens also behandelt. Mhm. Nervt dieser Teil der Arbeit eigentlich ab irgendeinem Grad, oder ist es einfach part of the job? Es ist ein professionelles Öffentlichkeitsleben. Und ich kann nicht zum Heurigen gehen und dort angesoffen rausfallen, ohne dann irgendwie nächsten Tag in irgendwelchen Klatschkolumnen zu stehen. Das ist mir ziemlich klar. Ich habe auch vielleicht bisher ein bisschen den Fehler gemacht, zu sagen, na pass auf, wenn ich angesoffen rausfallen will beim Heurigen, dann ist das halt so. Dann ist es halt so und ich habe nichts zu verheimlichen. Das ist nicht ganz gut, weil man weckt eigentlich nur die Geilheit der Leute, den Voyeur in den Leuten, und das muss man ja nicht unbedingt. Man muss sie ja nicht als Rock'n'Roll-Musiker noch mehr zum Kasperl machen, als man eh schon ist. Ruhe bitte! In der Entstehungsphase, in der Produktionsphase der neuen LP hat es ja produktionstechnisch einige, naja, sagen wir mal, Wirrnisse gegeben. Zuerst das Produktionsduo, Produzentenduo, Mende der Rouge, dann doch wieder die Bolland-Brüder. Was ist ein Produzent in der Arbeit, in der Zusammenarbeit mit Falco? Was die Wirrnisse zur Entstehung dieser Platte angeht, sage ich es jetzt in Österreich ultimativ und zum wirklich letzten Mal. Seit langer Zeit, eigentlich seit Beginn meiner Solo-Karriere, halte ich es so, dass ich glaube, eine Langspielplatte muss ein rundes Werk sein. Das heißt, jeder Cut auf der Langspielplatte bedarf einer besonderen Aufmerksamkeit. Ich komme nicht herum, ja, festzustellen, dass es in der Musik Fachgebiete, nennen wir es technokratisch, Fachgebiete gibt,
in denen andere Leute wesentlich professioneller geeicht sind, als ich es bin. Infolgedessen gebe ich seit Beginn meiner Solo-Karriere Partnern, ich nenne sie ganz charmant Partner und Credits achtungsvoll Partner, die Möglichkeit, mit mir zu arbeiten. Mhm. Ein deutscher Journalist hat es einmal auf einen Punkt gebracht. Das ist nicht von mir, ich sage es nur einmal. Während viele seiner prominenten Kollegen nur die Dinge machen, die auf ihrem Mist gewachsen sind, ist er auf Zuträger angewiesen. Das kann man sehen, wie man will. Ich habe aber ultimativ alle meine Partner bisher auf einen Punkt hinweisen müssen. Letztlich, und es hat dann immer lange Gesichter gegeben, und dann im Endeffekt ist es so gegangen, wie ich wollte. Es hat vor Ihnen Falco gegeben, es hat mit Ihnen Falco gegeben und es wird nach Ihnen Falco geben. Und das Licht ist ausgegangen. Da geht gleich das Licht aus. Auf die Meldung waren die Topferl nicht gefasst. Wie geht's denn jetzt weiter? Wie ist das problematisch? Oder? Ich musste aber bisher immer noch unwiderruflich und endgültig alle meine geschätzten Partner, wie sie geheißen haben, wie sie heißen werden, auf eines hinweisen. Es hat vor ihnen Falco gegeben, es hat mit ihnen Falco gegeben, es gibt Falco mit ihnen und es wird Falco nach ihnen geben. Und an mir kommen sie nicht vorbei. Sie kommen gerne an mir vorbei, aber nicht auf meine Schallplatten. Infolgedessen gibt es bei mir kein Offentheater und keine Sandkiste und auch keine Wirrnisse in der Entstehung von meinen Plotten. Es gibt eigentlich Wirrnisse nur für die Journalisten, die andere Story wollen und zuerst zu den Leuten gehen, die bei mir beschäftigt sind und bei mir bezahlt werden. Ja. Und in diesem konkreten Fall war das Duo Mende de Rouge. Ich habe ganz einfach letztes Jahr viel Zeit gehabt, ja. Und war vielleicht auch ein bisschen daran interessiert, mein Verhältnis zu den Bolens zu korrigieren, was mir voll aufgelungen ist. Mhm. Und habe eben anderen Leuten, von denen ich also den Eindruck hatte, es könnte sich auszahlen, mit denen was zu tun, was ja Auszeit hat im Endeffekt dann, die Möglichkeit gegeben, eben hat gesagt, pass auf, lass uns Nummern machen, was die zwei Herrschaften gemacht haben. Und scheinbar sehe ich da mich noch nicht ganz richtig, weil ich bin in einer Größenordnung und in einer Luft, wo ich mir sowas nicht leisten kann, ohne dass das passiert, was sie gemacht haben. Sie sind nämlich losgezogen und haben in die ganze Welt hinaus posant, sie wären die neuen Falco-Produzenten. Was das auch immer heißen mag, auf jeden Fall dürften sie auch geschäftliche Verpflichtungen eingegangen sein, die sie nicht eingehen hätten dürfen. Infolgedessen mussten sie sich dann natürlich unglaublich gekränkt fühlen, als es dann nicht so war, dass sie meine Produzenten waren, sondern ich habe ganz einfach nur 4 Nummern gekauft und sie sind froh, dass ich überhaupt eine gekauft habe. Mhm. Und dass ich mit den Brüdern Bolland einen Schmäh habe, ja, über den ganz schwer nur irgendwas gehen wird, das steht fest für die Bolands und das steht für mich fest. Nur gibt es in jedem permanenten Dialog, in jedem Arbeitsverhältnis einmal Schatten und Licht und ohne Schatten kein Licht und umgekehrt. Mhm. Ich glaube, dass die Bolands die ultimativen Hightech-Produzenten sind, deren Schmäh, deren Komposition und deren Producement halt für sie allein ganz einfach zu glatt ist, was du daran sehen kannst, welche Erfolge sie, ich meine das jetzt gar nicht abwertend und gar nicht zynisch, welche Erfolge sie mit ihrer Solokarriere oder welche Erfolge sie mit anderen Künstlern haben. Mhm. Weil ich mache ja bisher nicht sehr viel mit anderen Produzenten, während alle meine sogenannten Produzenten ja durchaus auch mit anderen Künstlern arbeiten. Und wenn man sich das von der Warte her ansieht, dann muss man sagen, der Hansi ist eigentlich wirklich ein abgefuckter Typ, weil von hinten bis vorn passiert im Prinzip das, was er sagt, weil er zahlt sie ja. Mhm. Und das ist eigentlich das, worum es geht für alle meine Partner. Mhm. Und ich meine, an den 25 Millionen verkauften Tonträgern kommt keiner so schnell vorbei. Und ich habe im deutschsprachigen Schallplattengeschäft diese Maßstäbe gesetzt und an mir kommt keiner vorbei. Sonst muss ich wieder das Rohrstaberl auspacken und wieder mal bisschen, weil der Schmäh mit der Sandkiste so von wegen der Hansi geht in die Konditorei und kauft sich ein Eis, das läuft ja nicht. Es geht ja um Beträge und es geht nicht nur um Beträge, sondern auch in erster Linie darum, die Leute, die
in den Schallplattenhandel gehen und sich eine Schallplatten kaufen wollen, zufriedenzustellen und anzusprechen. Und das war es mir halt bisher wert, mich auf viele Streitereien mit vielen Leuten einzulassen, weil ich ein gutmütiger Depp bin und weil ich glaube, dass man den Leuten das Beste auf der Platte bieten sollte. Höchstwahrscheinlich muss ich irgendwann einmal dorthin kommen, neuen Titel von A bis Z selber zu machen und einen Hit in Auftragsproduktion zu geben. Das geht nämlich alles. Das Du hast zwar gesagt, du hast 4 Nummern von Mende de Rouge gekauft. Das klingt für viele Leute vielleicht rein vom Vokabel ein bisschen eigenartig. Ein Musiker kauft Nummern. Kannst du das ein bisschen erklären? Naja, kaufen heißt, schau, ich weiß ja selber nicht, was rauskommt dabei. Wenn ich also zu denen ins Studio gehe und sage, okay, mach mal, dann hast du ja kein unmittelbar keine Distanz dazu. Du siehst es ja dann immer eigentlich einen Tag später oder einen Monat später oder sonst was. Wir haben 8 gemacht, davon habe ich 4 weggehauen, weil es nicht, die waren, ich will gar nicht einmal sagen, sie waren nicht gut genug, sie waren ganz einfach nicht gut. Auch ich war nicht gut drauf, ja? Weil es eben nicht passt hat. Und 4 habe ich gekauft, das heißt, ich habe 4 genommen und ich glaube, dass sie gut bedient sind damit und dass vor allem für die Leute, auf der Platte, um die geht es ja eigentlich, es geht ja nicht um das, was da alles entsteht, bis die Platte dann da ist, weil ich glaube, das interessiert vielleicht 2,5% der Leute, was da passiert und den Rest interessiert das, was auf der Platte ist. Ich glaube, dass die Mende de Rouge Nummern ein Beweis dafür sind, dass auch eine andere Möglichkeit da ist. Dass also nicht immer so vordergründig plakativ sein muss, sondern auch, dass es langsam geht, dass es einmal ein bisschen anders geht. Also du betrachtest dich und deine Produzenten nicht als Team, die irgendwie Nummern zusammen erarbeiten, sondern du bezahlst sie. Das ist ihr Job und sie liefern dafür die Leistung ab. Es ist ja auch nicht so, dass wir die Nummern miteinander erarbeiten. Ja. Nein? Es ist so, dass ich einen Haufen Demos angeboten bekomme und das alles durch meinen Filter laufen lasse. Mhm. Und wenn dann am Ende so viel über ist, dass ich eine Nummer machen kann draus, mit einem Hook, ich brauche ein Verkaufsargument für eine Nummer. Na, das klingt jetzt alles unglaublich technokratisch und Hightech, das ist es eigentlich gar nicht, weil ich höre eigentlich beim ersten Anhören, ob was geht oder nicht. Mhm. Ich kriege eine Unzahl von Demos und davon mache ich halt LP-Titeln und LP-Titeln mache ich so lang, bis ich Single-Nummern habe. Mhm. Und das ist vielleicht eine Hightech-Aussage, um die sich viele Künstler herumdrücken würden, weil es geht ja im Prinzip darum, ihre Konzepte zu verkaufen. Und mein Gott, ich wollte mich ja immer wieder verwirklichen, 68 Spätlese und ich wollte ja also immer, ich weiß, dass ich für viele Leute ein Brechmittel bin, aber Gott sei Dank, wenigstens etwas. Es geht darum, Albumtitel so lang zu machen, bis man Singletitel hat. Für mich, klar. Und glaubst du nicht, dass es diese Leute tatsächlich noch gibt, die halt wirklich sich und ihr Konzept verwirklichen wollen und mit festen Vorstellungen musikalischer oder sonstiger Art die gibt's ans Plattenmodell zu gehen? Die gibt es ganz sicher. Viel Glück. So, eins noch jetzt, wer ist jetzt der Produzent in der Zusammenarbeit mit Falco? Was hat er für einen Stellenwert? Er ist Beteiligter einfach. Er ist ein Mensch, der seinen Job macht. Er ist ein Hauptbeteiligter. Mhm. Er ist ein Hauptbeteiligter und hat also bei mir immer Credits en masse bekommen. Das hat bei Robert Bonger begonnen, den ich als meinen Bruder gehandelt habe, ja? Der Öffentlichkeit gegenüber. Ist über die Bollens weitergegangen. Schau, natürlich ist der Produzent einer, der eigentlich am liebsten selber singen tät. Das muss man einmal so sagen. Der nicht nur selber gern singen tät, sondern auch natürlich so weit im Fokus stehen möchte, dass Alan Parson ist ein so ein Mann. Der also vom ersten bis zum letzten, Mike Oldfield ist ein so ein Mann. Viele Produzenten, die hauptberuflich Keyboarder sind, glaube ich, gehen so auf diese Schiene hin. Nur bitte, ich wünsche Ihnen viel Glück. Nur, auf meine Platten kommen sie an mir nicht vorbei. Und wenn mir auch nur, und das geht auch, ist auch adressiert an die Schallplattenindustrie, wenn mir auch nur ein Takt nicht gefällt, ja, dann riskiere ich alles und stecke die Platten weg und mache den Takt noch einmal und dann biete ich sie an. Mhm. Wie schaut denn das mit dir und der Schallplattenindustrie mit dieser Ehe aus? Ich meine, früher, du warst der Falco, der einer damals kleinen österreichischen Plattenfirma auch
sie groß gemacht hat. Jetzt gibt es Falco weltweit. Das heißt, auch weltweit werden Veröffentlichungsdaten und PR-Strategien und all diese Dinge, die da dazugehören, abgestimmt. Wie ist da dein Verhältnis dazu, zu diesem weltweiten Falco? Ich glaube, dass für 97,5% der Leute unserer Zuhörer jetzt eine Schallplatte auch nur ein Ding mit ein paar Röhren ist. Dabei ist ja eigentlich ein Ding mit nur einer Röhre. Und man soll dieses Ding um Gottes Willen nicht überbewerten. Ich glaube, wenn man eines tut, wenn man die Leute nicht permanent verblödet mit Unterhaltungsmusik, tut man eigentlich eh schon viel. Und ich möchte, natürlich ist das Schallplattengeschäft ein Riesenkonzern, in das unzweifelhaft da Millionen von Arbeitsplätzen gebunden sind. Also hat das schon auch eine wirtschaftliche Relevanz. Aber im Endeffekt, was wir auch aus der Nielsen-Kiste gelernt haben, was ich gelernt habe, ist, dass das Schallplattengeschäft trotz des schlechten Images, und das jetzt ganz kurz und klar auf den Punkt gesagt, ein hochmoralisches Geschäft ist. Weil die Leute gehen nicht ins Schallplattengeschäft und kaufen sie Platten, weil am Cover die Titten der Nielsen sind oder meine goldene Uhr, sondern die kaufen sich Platten, weil sie sie anspricht, weil sie trifft. Ja? Und das ist das Musikgeschäft. Und wir können reden über mein Verhältnis zur Schallplatten, zur Schallplattenindustrie, über den Konzerni, über Verträge, über Producer-Sublizenzen, über Verlage, über, du kannst von mir gerne hören, dass ich auch zwei Musikverlage habe. Das ist alles unwichtig, solange nicht eins passiert. Solange man all diese Dinge auf den Punkt bringt, dass man ein Liedl macht, das bei den Leuten eine geht, ganz deutsch gesagt. Ja, wo die Leute spontan, und da ist die Hemmschwelle sehr gering, weißt? Die Leute sind zu Musik, zu Unterhaltungsmusik, zu Rock'n'Roll-Musik, wie man es immer nennen will, unglaublich spontan. Es gefällt ihnen, es gefällt ihnen nicht. Ich glaube nicht, ja, dass ein Großteil der Schallplatten, die verkauft werden, aus dem Grund verkauft werden, weil die Leute auf der Straße, die Leute zu Hause, das Konzept dieses Künstlers interessiert. Ich glaube das nicht. Ich glaube nicht, dass man die Welt mit Schallplatten verändern kann. Nicht einmal, man kann nicht einmal das Image von Österreich in der Welt irgendwie aufbessern mit einer Schallplatte. Das ist eine Illusion. Das ist unser Image in Amerika. Das Kind, seid ihr nicht so dumm herrscht. Mit einer Million verkauften Schallplatten triffst du vielleicht ein halbes Milliprozent der Weltbevölkerung. Was willst du denn da? Man muss also in diesem ganzen gescheiten Gerede drinnen eigentlich ansehen. Es geht um nichts anderes, als from heart to heart die Leute zu treffen, mit irgendeinem Schmäh zu treffen, so weit, dass sie sich positiv angesprochen fühlen, dass sie also sagen, also, irgendwie, das ist gut. Und dabei, ja, muss man seine eigenen Grenzen dahin setzen, dass man sagt, ich mache es mir so schwer wie möglich. An Träumen, an Illusionen ist aber bei dir nicht mehr viel übergeblieben. Eigentlich nicht. Aber ich meine, ich komme immer in die Situation, so blöd herumzureden, wenn ich halt leider immer wieder daran erinnert werde, dass diese Dinge auch da sind. Mhm. Weil eigentlich hätte ich eh schon am liebsten wieder meine Tochter küssen. Und eigentlich hätte ich eh schon wieder am liebsten die nächste Nummer irgendwie produzieren, damit wir wieder beim Wort sind. Eigentlich würde ich mich mit dem allen eh nicht beschäftigen. Nur wenn ich darauf angesprochen werde, dann muss ich in der Lage sein, was zu sagen dazu. Und das tue ich. Gut, danke schön. Danke. So, wir machen jetzt Stellen. Also Hanni, du hast ein wunderschönes T-Shirt an. Schauen Sie, meine Damen und Herren, das ist ungefähr so, ich tue das einmal ein bisschen herzern da, das ist so, wie man Falco zum Beispiel in England sieht. Ne? Gerade, dass er nicht also Mein Kampf da proklamieren würde. Das ist es halt, ne? Gender. In England. Aber die Hanni stört das nicht, gell? Nein. Ja. Hast du schon gehört, oder? Bitte? Schon gehört, die? Nein, ich meine, halt wie es vorgestellt worden ist am Sonntag, aber das war na, leider sag, nur kurz. Na sag, sucht nur das Fernsehen zu, also eigentlich ja. Nein, spitze wie immer, kann man gar nichts sagen. So, warte mal, was wolltest du denn von dem ganzen Gerede, was ich da anziehe? Hat das irgendeine Bedeutung für dich? Ist das notwendig oder nicht? Für mich?
Sagt er das irgendwas, wenn wir da reden über Produzenten und über Verlage und Sublizenzen? Sagen, ich meine, wenn es nicht wird, jetzt mir auch nichts. Das ist jetzt, meine Damen und Herren, die Stimme des Volkes. In Person der Hanni in diesem speziellen Fall. Aber eins sage ich euch, ich meine, ein angefuckter Profi bin ich schon, ich unterschreibe nämlich schon die 6. Platte mit einem Filzstift, der gar nicht schreibt. Ja. Die Ahne ist besonders stark. Hat dann einen Wert. Na, dann mache ich alle Namen. Es ist ja auch so, dass, wie unser Bürgermeister sagt, immer lachen. Wenn du der Kamera siehst, immer lachen. Naja. Schaut schon ein bisschen den Julio Iglesias endlich, gell? So von der Porosität der Haut her. Naja, mein Gott, wir werden älter. Mich erinnert es mehr an George Michael mit der Brille. Um Gottes Willen. Ja, es ist ja heute nur so, dass ich mich mit George Michael insofern nicht vergleichen kann, weil der kann singen. Oh ja. Gibt es dir dann eine? Ich gebe dir so mit diese Hanni und schreibe also hier aufs Hirn für Hanni. Gut, danke. Die Wahrheit, Hanni, ist nämlich die, eigentlich mache ich nur für dich. Ah, danke. Und das ist die Wahrheit. So. Was kann ich für Sie tun? So, wir sind fertig. Ich danke dir, dass du mir so viel Zeit hast. Ja, du, gut. Das. Anne, du bist ein riesengroßer Falco-Fan, hast auch einen Falco-Fanclub ins Leben gerufen. Wann ist es passiert? Wann hast du deine Liebe zu Falco entdeckt? Ja, also eigentlich ab dem Kommissar und so richtig dann ab dem Konzert am Rathausplatz 1985. Also da war ich, da bin ich so richtig live erlebt und haben mir gedacht, na, das ist ein Wahnsinn und muss ich eigentlich auch länger Fan sein, weil ich war so richtig neugierig, wie es da weitergeht, weil ich so begeistert war und habe mir dann gedacht, es wäre super, ihn kennenzulernen und haben alle gesagt, ja, sicher wäre super. Ich meine, das wünschen sich viele. Und da habe ich einmal in einer Zeitung ein Bild gefunden, da war der Falco drauf und ist drunter gestanden, Falco vor seiner Haustür. Und ich habe jetzt gesagt, ja, ich gehe und suche das Bild, bis ich die Wohnung finde. Haben alle gesagt, ja, du such, ne? Gut, dann habe ich einen Hinweis gehabt, 7. Bezirk, einen Hinweis, 1. Bezirk und so weiter. Naja, dann haben wir gedacht, 7. Bezirk, gut. Dann war der Hinweis, Seitengasse, Marilferstraße. Bin ich halt in meine Sommerferien dort hin und her gerannt, bis ich es gefunden habe, ne? Ich meine, gut, ja, jetzt habe ich die Adresse, aber ist ja auch nicht so einfach, ihn jetzt zu treffen. Im Sommer bin ich dann nach Kärnten gefahren und habe ich mir gedacht, ja, vielleicht ist er dort, er ist ja öfters in Kärnten. Und ich gehe einmal nach dem Frühstück dort raus in den Garten, sitzt er dort und frühstückt. Ne? Also ich habe mir gedacht, na, das gibt's gar nicht. Dann habe ich eben mit ihm so plaudert ein bisschen. Und durch meine Schwester habe ich ihn dann eigentlich so richtig kennengelernt, weil sie kennt die eben vom Tanztheater und wie das war, wo er mit Tanztheater zusammengearbeitet hat. Bin ich dann dort zu jeder Probe gekommen und das war dann echt super und seitdem kenne ich ihn so eben auch ein bisschen. Was war es, das deine Begeisterung ausgelöst hat? Was fasziniert dich an dem Falco so? Ja, also schon mal, dass er anders ist eben, nicht immer dieselbe Leier, also so eben einmal anders, zum Beispiel, ich finde das so toll, Deutsch mit Englisch zu vermischen und es ist eben einmal was anderes, die anderen, das kann man überhaupt nicht vergleichen, finde ich. Und überhaupt sein ganzes Auftreten und man hat das Gefühl, ja, er weiß eben, was er will und das fasziniert mich überhaupt und das Ganze an ihm eben, so wie er ist. Das sind ja schon fast technische Details. Mhm. Es geht doch sicher viel gefühlvoller oder viel, viel menschlicher. Ist er ein toller Mann?
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, ist sicher vom Aussehen auch auf jeden Fall. Und überhaupt, so wie eben ist, also.